Und da muss ich sagen, haben auch ein paar gefragt, ob das meine neue Freundin ist. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Luca. Heute will ich euch ein bisschen was über mein Musikvideo erzählen, das vor ein paar Tagen rauskam. Am Freitag kam ja mein Musikvideo raus und ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne abchecken. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, einfach unten mal in der Infobox vorbeischauen oder am Ende des Videos, da verlinke ich es euch nochmal, da könnt ihr es euch auch gerne mal reinziehen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten möchte ich euch ein bisschen heute was darüber erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist, warum ich das gemacht habe, warum ich nicht gesungen habe und so weiter und so fort. Und ich werde auch auf einen Punkt eingehen, der mich ziemlich nervt, beziehungsweise einfach ein bisschen verwundert auf YouTube und allgemein auf meinem Kanal so. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr das ganze Video anschauen würdet und jetzt würde ich sagen, lege ich einfach mal los. Erstmal zu der Frage, warum kam jetzt dieses Musikvideo, beziehungsweise warum habe ich nicht gesungen und so weiter, wieso habe ich das Ganze überhaupt gemacht? Und zwar war es schon immer ein Ziel von mir oder so ein kleiner Traum von mir, mal ein eigenes Musikvideo zu machen, zu produzieren und ja, einfach eins mal zu haben, sodass man sagen kann, guck mal, ich habe ein eigenes Musikvideo, auch wenn ich nicht jetzt gesungen habe, weil ich sage jetzt mal so, ich habe mit Musik noch nie wirklich viel zu tun gehabt, so was Gesang oder sowas angeht und bis ich wirklich auf so einem Level wäre, dass ich richtig singen könnte oder so, ich denke, man kann sowas sich auch ein bisschen beibringen, je nachdem, man kann ja seine eigene Stimme immer schlecht selber einschätzen, aber wie gesagt, ich war eben noch nie in diesem Bereich so ewig tätig und deswegen habe ich gedacht, ich frage eine gute Freundin von mir, die singen kann und auch schon jahrelang singt und von der das auch wirklich eine Leidenschaft ist, ob sie singen würde in einem Musikvideo und dann habe ich noch eine andere Freundin gefragt und da muss ich sagen, haben auch ein paar gefragt, ob das meine neue Freundin ist und da kann ich euch sagen, nein, es ist nicht meine neue Freundin, es ist nur eine Freundin, die ich gefragt habe, die so lieb war und auch mit im Musikvideo mitgespielt hat und sich auch die Zeit genommen hat, in dem Musikvideo mitzuspielen. Deswegen, es war ein Projekt, das mit Freunden von mir bzw. Freundinnen von mir gestartet ist, beziehungsweise habe ich sie einfach gefragt, ob sie mitmachen möchten, weil ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wäre. Deswegen danke ich euch nochmal dafür. Ich denke, ihr seht dieses Video auch. Und ich habe ja auch in der Infobox in meinem Musikvideo reingeschrieben, wer was alles gemacht hat. Und da könnt ihr auch sehen, dass hauptsächlich ich und eben meine zwei Freundinnen und zum Teil auch meine Eltern eigentlich alles gemacht haben. Es waren keine professionellen Kameraleute dabei. Es war nicht im Tonstudio aufgenommen, das Lied. Es war alles komplett selbst gemacht. Auch der Schnitt, das Video an sich, alles, was eingefügt worden ist, alles kam von uns, auch von mir, was jetzt der Schnitt anging. Also deswegen wäre es auch cool, wenn ihr es so bewerten würdet, beziehungsweise euch so reinziehen konntet, sodass ihr auch gemerkt habt, es kam von mir, es kam wirklich alles aus eigener Initiative, es war nichts Professionelles dahinter und ich habe es trotzdem versucht, irgendwie so professionell wie möglich darzustellen und es euch zu geben. Deswegen war es auch ganz, ganz viel Arbeit für mich und auch für meine Freundin, die da halt mitgespielt haben. Und natürlich auch noch ein Danke an meine Eltern, die da auch Ideen dazu beigetragen haben, ein paar Kameraaufnahmen mitgemacht haben und so weiter. Deswegen, es war wirklich kein professionelles Team dahinter, die das Musikvideo produziert haben. Und es war einfach mein Wunsch, mal ein eigenes Musikvideo zu haben, auch wenn ich jetzt nicht Sänger bin, wie gesagt, aber das wollte ich einfach mal umsetzen und euch das einfach bieten, mal schauen, wie ihr es findet. Ein Musikvideo kommt ja sowieso nie mega gut bei allen an, muss es ja auch nicht, jeder hat verschiedene Geschmäcker und das war ja eher so ein emotionaleres Video. Ich dachte, weil es einfach besser zu ihrer Stimme passt, können wir daraus so ein bisschen eine kleine Liebesstory, wie man es nennen möchte, draus machen. Und ich denke, an sich ist es ja auch bei den meisten ganz gut angekommen, viele haben Gänsehaut bekommen, viele fanden es gut. Deswegen auch nochmal ein Dank an euch, dass ihr es so gut aufgenommen habt und irgendwie keine dumme Hate-Kommentare geschrieben habt und so weiter. Aber jetzt zur Sache, die mich ein bisschen aufregt und so weiter. Man gibt sich so viel Mühe, wisst ihr, man gibt sich so viel Mühe für manche Videos oder für
generell, um seinen Kanal aufzubauen, um weiter zu wachsen und so weiter. Und ich bin auch so ein Mensch, ich steck da so viel Herz rein in meine Videos. Ich versuche ja auch Menschen zu helfen und mache nicht nur irgendwelche dummen, unnötigen Sachen. Natürlich, ich habe den ein oder anderen Prank gemacht aus Spaß. Ich habe die Videos mit meinem Hund, das war rein aus Gag. Ich hätte es auch ganz anders nennen können, aber ich dachte so, klar, ich kann es irgendwie Prank nennen, ich verarsche ihn ja in einer Hinsicht, dass die Videos aber so gut ankamen, beziehungsweise was heißt gut, die haben einfach Aufmerksamkeit errungen und so massenhaft Aufmerksamkeit errungen, dass ich ganz, ganz viele Abonnenten generiert habe. Deswegen stehe ich jetzt auch kurz vor den 9000 Abonnenten, was ich echt mega, mega krass finde, weil ich dachte nie, dass der Kanal auch immer so schnell wächst. Nachdem ich ein Jahr gebraucht habe, um auf 1000 Abonnenten zu kommen, ging es innerhalb von 3-4 Monaten direkt auf knapp 8000 und jetzt stehen wir kurz vor 9000. Was mich aber jetzt daran ein bisschen, stört, ist halt einfach schade, dass von diesen 9000 Abonnenten mich wahrscheinlich, 500 bis 1000 Abonnenten oder Menschen meine Videos regelmäßig anschauen, weil sie mich feiern. Und der Rest hat mich vielleicht einfach nur abonniert. Die haben halt gesehen, okay, krass, dieses Video hat so und so viel Aufrufe mit meinem Hund. Keine Ahnung, der Prank ist so durch die Decke gegangen. Und ich abonniere einfach, aber schaue keine Videos von ihm. Und das ist einfach echt, echt schade, weil, ja, man merkt dann an den weiteren Videos, die kommen. Es ist ja auch nicht so, dass meiner Meinung nach die Videos jetzt nicht ultra langweilig sind oder dass ich mir da überhaupt keine Mühe mehr gebe dafür. Natürlich, wenn ich ernstere Videos mache, gehe ich schon davon aus, dass das Video nicht viele Klicks erreicht, weil es eben einfach nur manche Menschen erreichen wird und das eben auch ein Thema ist, über das viele vielleicht auch gar nicht reden möchten oder vielleicht gar nicht anschauen möchten, weil sie nur lachen möchten auf YouTube und nur Scheiße anschauen möchten und nur verarsche und dies und das. Deswegen bin ich davon schon ausgegangen. Aber in letzter Zeit ist es einfach so, dass die Aufrufe, gerade jetzt auch was das Musikvideo angeht, das war ja echt ein Projekt, das wochenlang gedauert hat und viele Tage Schnitt und so weiter in Anspruch genommen hat. Und das war einfach so eine Sache, wo ich echt schade finde, dass dieses Video auch echt wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Na klar, es sind jetzt erst ein paar Tage vergangen, aber man merkt schon, ob dieses Video gut ankommt, ob es mehr Aufmerksamkeit kriegt als die anderen oder nicht. Und im Endeffekt muss man sagen, kriegt es vielleicht genauso viel, wenn nicht sogar vielleicht fast weniger Aufmerksamkeit wie alles andere. Ich muss ja auch nicht sagen, teilt jetzt diesen Song und macht dies und das so. Das ist jetzt alles kein Thema mehr. Was mich allerdings interessieren würde, jetzt habe ich auch ganz, ganz viele neue Leute dazu bekommen und auch vielleicht auch ältere, die mich vielleicht immer noch verfolgen seit längerer Zeit. Warum ihr mich abonniert habt, was der Grund ist und ja, mir einfach mal mitteilt, was euch bewegt hat, diesen Kanal zu abonnieren beziehungsweise jedes Mal meine Videos anzuschauen. Weil ich weiß, ich habe echt viele Leute, die hinter mir stehen und die meine Art und so weiter feiern. Allerdings gibt es auch ganz, ganz viele, wie gesagt, von diesen 9000, die mich vielleicht nur aus dem Prank oder so abonniert haben und dann mich gar nicht weiter verfolgt haben. Deswegen möchte ich von euch gerne mal wissen, was der Grund war, warum ihr mich abonniert habt, beziehungsweise welches Video euch inspiriert hat, dass ihr mich abonniert habt, weil das wird mich echt mega, mega, mega interessieren, damit ich auch weiß, was kam bei euch gut an, was war der Grund, warum ihr mich abonniert habt. Ich finde es einfach schade, wisst ihr, man kriegt so 500 bis 1000 Aufrufe so pro Video, hat aber 9000 Abonnenten. Klar, das gibt es bei jedem YouTuber, jeder YouTuber hat mehr Abonnenten, wie er meistens Klicks macht, außer er geht irgendwie in die Trends. Allerdings finde ich es irgendwie, ja, ich muss sagen, ich finde es halt einfach schade so, weil ich gebe mir so viel Mühe und ja, im Endeffekt sind es irgendwie oft auch immer die gleichen. Ich sehe keine Steigerung zu anderen Videos oder zu vorherigen Videos. So, es kommt immer so ein bisschen aufs Gleiche raus. Das ist so ein bisschen ein Punkt, wo man sich so fragt, macht man überhaupt alles richtig? Kommt es überhaupt gut an? Schauen die dich nur noch, weil du halt irgendwie mal denen eine Freude gemacht hast oder sonst was? Oder bist du einfach, ich sag's jetzt mal ganz offen und ehrlich, vielleicht zu langweilig? Vielleicht bringt man ja echt langweiligen Content. Ja, und viele Leute feiern es vielleicht gar nicht so, obwohl man vielleicht selber davon überzeugt ist, wisst ihr. Ich versuche ja echt ganz, ganz viel. Ich setze mich in den Schnitt übel Stunden rein. Ich überlege mir wirklich Ideen, die jetzt nicht jeder macht, die jetzt nicht immer im Hype sind. Na klar, manchmal muss man mit im Hype sein oder mit in den Trend gehen, damit man auch irgendwie entdeckt wird, wisst ihr, weil anders geht's auf YouTube nicht. Es geht einfach anders nicht. Da kann mir jeder sagen, was er möchte, ohne dass du auf andere große YouTuber eingehst, ohne dass du Challenges machst, ohne dass du Pranks machst, ohne dass du auf irgendwelche anderen Scheiße in den Trend mitgehst, da kommst du nicht weiter auf YouTube. Das sehe ich persönlich, weil ich auf YouTube oft unterwegs bin und ich sehe, was in die Trends kommt und ich sehe, was überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt ganz, ganz viele Kanäle, die ganz klein sind, aber viel mehr Qualität dahinter steckt als bei irgendwelchen größeren YouTubern und finde es echt so schade und klingt natürlich einen auch zum Nachdenken, so macht man das überhaupt alles richtig? Werden die Videos überhaupt geteilt? So wird das gefeiert oder
schämen sich vielleicht sogar die Abonnenten, sage ich mal, die Videos zu teilen. Ich weiß es nicht, ich kann ja nicht verlangen von jedem Einzelnen, dass er meine Videos teilt, weil jeder hat einen anderen Geschmack, jeder steht auf was anderes und deswegen muss man das so akzeptieren. Ich werde natürlich weitermachen, ich werde versuchen, immer noch meinen Content so durchzuziehen, wie ich es bisher gemacht habe. Ich werde auch versuchen, wieder Challenges hochzuladen, dass auch ein bisschen wieder Abwechslung ich kann nicht mehr reden, dass auch wieder mehr Abwechslung drin ist. Und ja, das wollte ich einfach mal ein bisschen loswerden. Das hat mich ein bisschen in den letzten Tagen so zum Nachdenken gebracht und so weiter. Deswegen würde es mich echt interessieren, warum habt ihr mich abonniert? Was war der Grund? Welches Video war es, was ihr angeschaut habt, wo ihr gedacht habt, okay, krass, den muss ich jetzt abonnieren und weiter verfolgen und so weiter. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz gut drauf. Es war halt nur diese Sache, was mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Und wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, ich bin einer der aktivsten Snapchat- und Instagram-User. Da gibt's jeden Tag was, ohne Spaß. Deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da folgen würdet auf Instagram und Snapchat. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Luca. Wir sehen uns ganz bald wieder, ihr wisst Bescheid. Videos kommen wieder die nächsten Tage. Und haut rein, bis dann und ciao. Shut the fuck up right now, let me do my thing.